Und wir kämpfen uns weiter durch die Welt der Mythen und Legenden des alten Griechenlands mit Apotheon. Und wir können jetzt endlich zu Artemis, nachdem wir ja die drei Aufgaben, die uns gestellt wurden, bravourös gemeistert haben. Ah, da muss ich zuerst mal wieder auf die Karte gucken. Wir müssen... Ja, gut. Okay. Wir springen einfach mal. Hui! Toll. Das lief jetzt nicht so, wie ich das ehrlich gesagt geplant hatte. Oh shit, hier ist das Fenster. Oh. Witch's Hollow. Ach, jetzt sind wir hier. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich gucken, was das ist. Ich möchte eigentlich nur gerne wissen, ob das jetzt ein größeres Gebiet ist oder eher was Kleines. Oh, eine Schlangenstatue. Das heißt, glaube ich, nichts Gutes. Oh, hallo. Oh, freundlich. A visitor comes to my humble house. You have come seeking my services? Ah, ein Händler. Okay, was hast denn du für mich? Wolf Dust. Okay, das ist dasselbe wie Dust und Hawk Dust. Na, was macht denn das? Will summon a loyal wolf companion. Aha, dann schätze ich mal, wird das dasselbe mit einem Vogel sein. Ja, so ungefähr. Bottle Shadows. Inhaling the smoky vapors of this file will allow the user to blend into the darkness unseen by most eyes. Ja, macht mich also unsichtbar. Alles klar. Aber, wie es doch immer so schön ist, kann ich mir davon nichts leisten. Denn wenn ich mir schon was kaufe, dann würde ich mir doch ehrlich gesagt lieber die Rezepte dafür kaufen. Aber das ist meins. Und das ist meins. Jetzt könnte ich mir jetzt leisten. Siegel of the Necromancer. What the hell is das? After years of sightless scrying, sifting through the inky whale of Tartarus, I finally uncovered the identity of the necromancer, Gwilym. But alas, he is dead now, Zeus be cursed, and I doubt even his own ample powers will be able to bring his shade back from the underworld. Nur was mache ich denn damit? Na, da steht nur wieder dasselbe. Kann ich damit irgendwas craften, oder? Weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube, die Hexe wird mir nicht böse sein, wenn ich hier mal ein bisschen was kaputt mache. Nee, die ist cool drauf. Der macht das gar nichts. Siehste, die bleibt cool. Sie sieht sie auch gar nicht, sie ist ja blind. Solange ich leise dabei bin, ist alles kein Problem. Na gut, dann haben wir das auch mal gesehen. War ja ganz nett. So, jetzt natürlich die Frage, wie komme ich da nach oben zu Artemis? Wenn ich hier weiter schwimme, geht es da irgendwo nach oben? Nein. Scheiße. Heißt jetzt also, ich muss den ganzen Weg wieder zurück? Och Mann, ey. Fische, lass mich in Ruhe. Hey, Moment mal, da oben hockt da auch noch einer. Auf dem Boot. Aber da komme ich nicht hoch. Shit, ey. Na, dann wird der wohl nicht so wichtig sein. Gut, okay. Nur, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Muss ich jetzt echt wieder den ganzen Weg zurück? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier könnte ich durchkürzen. Glaube ich mal. Ach, probieren. Oh shit, Hunde. Hunde, nein, weg. Und wenn ich hier gehe... Dann vielleicht hier. So, wo genau bin ich denn jetzt? Meine Güte. Ah, da bin ich aber schon mal richtig. Ich könnte theoretisch auch einfach auf Select drücken, dann ging das Ganze ein bisschen schneller, anstatt jedes Mal ins Menü zu gehen. Aber hier ist mal Schluss. Hopp und hopp. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Muss ich ja theoretisch jetzt hier mal einen anständigen Sprung hinlegen. Hup. Ja, sehr schön, geht doch. So, jetzt geht's endlich mal weiter. Da will ich besser mal nicht runterfallen. Meins, meins. Schätze mal, hier gibt's auch nur Health. Ja.
Und da wären wir auch schon richtig. Guck mal noch schnell, geht's hier noch wo weiter? Nein. Hier gibt's nichts. Gut dann. The Sacred Grove of Artemis. Ja, mal gucken, ob die mir ihren Bogen auch einfach so geben wird. Ich vermute es mal nicht, aber man kann ja trotzdem hoffen. Meine Fresse, was sind das wieder für ein riesiges Gebiet und was ist das hier? Kann ich nichts machen damit. Diese Punkte werden mir aber auf der Karte markiert. Da ist noch so einer und weiter unten ist auch einer. Wo ist denn der? Direkt unter mir. Aber mit denen kann ich noch nichts machen. Vielleicht werden die später jetzt wichtiger gleich. Wenn ich dann mal herausfinde, wo Artemis hockt. Oh, Bogen. Also, besser gesagt, Pfeile, da ist noch eins. Heilige Scheiße. Es ist jetzt gerade auch ziemlich ruhig im Spiel, muss man sagen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da bist du. This is the master hunter that my birds sing of. The strongest and craftiest creature in all my realm. Now that Zeus has cut the link between the mountain and the earth, I grow so bored of this tiny garden. Gone are the golden days of the hunt. My arrows sit idle in their quiver, lacking a worthy target. But I wonder, does the master hunter make for master prey? Oh. Holy shit. Au. Ja, ist ja klar. Die portet sich einfach mal. Ey, Bitch, lass mich. Okay, jetzt werden die Teile also wichtig. Oh, Leben. Nach unten. Hier hin. Okay, mal eins. Oh, die Leben nehmen wir bis mal mit. Nein, geh weg von mir. Ah, ich bin genau in die Falle reingelaufen. Ja, und es sind Hunde auch noch da. Ist ja klar. Leben, Leben. Ha, bin ich deinem Pfeil ausgewichen, hä, Bitch. Au. Und meiner. Oh Mann, jetzt muss ich sie jagen. Ach du, meine Fresse, ey. Hey, wo ist sie denn? Hallo, da ist sie. Ich sollte mir vielleicht mal irgendwas zum Schießen auswählen. Was nehmen wir da? War Arrows, das klingt doch gut. Voll daneben. Ah, voll in den Arsch. Und nochmal voll in den Arsch. Was jetzt? Ach, jetzt wieder derselbe Spaß nochmal. Au. Scheiß Hund. Au, shit, ey. Der lässt aber auch nicht locker, hä? Au. Bitches, ey. Alter. Verdammte Mistköter. So, die kann gerne mal als Elch. Oh, shit, die Hunde sind trotzdem noch da. Ich hätte gedacht, die wären despawned, aber nein, anscheinend nicht. Ah, oh, oh, oh. Komm her. Mistvieh, ey. Mann, ey. So, wo sind die jetzt? Wo ist sie hin? Irgendwo über mir. Wo bist du, Bitch? Jetzt mal im Ernst, wo bist du? Ach toll, jetzt ist die Zeit wieder vorbei. Und ich hätte mir gedacht, ich könnte jetzt gemütlich abchillen und die jagen, aber nee. Da stehe ich unter Zeitdruck offensichtlich. Au! Ja, natürlich schickt sie auch wieder ihre Hunde mit. Ey. Ich muss hier hoch. Au. Alter, die trifft mich aber auch mit jedem Scheiß. Geh aus dem Weg. Und so. Bleib stehen. Nein. Willst du mich gerade verarschen? Wo ist sie denn jetzt hingesprungen?
Achso, die muss genau dasselbe wie ich machen. Die muss ich auch diese 4 Schreine besorgen. Wo bist du hin? Einer geht noch. Ah, scheiße, doch nicht. Oh, oh. Ui. Okay, sie hat Falle gelegt. Ja, jetzt schießt sie auf einmal mit dreifach Pfeilen. Alter Schwede. Ja, leg du nur deine Fallen aus. Die sind mir herzlich egal, muss ich sagen. Au! Und nach unten. Sehr schön. Der ging mal voll daneben. Aber der hat getroffen. So, allzu viele Treffer brauche ich ja nicht mehr. Wo ist denn jetzt? Da oben. Nein, komm. Und ja, haha. Wer ist hier der Jägermeister, hä? Ich meine jetzt damit nicht das Getränk, aber egal. Bow of Artemis. Na, nur her damit. Crafted from flawless horn and golden sinew. Keine Ahnung, was das sein soll. This divine bow holds the power of the wilds and its arrows will effortlessly pierce the heart of any uneven game. Quick reload with all bows. Nice, nice. Wo fliege ich denn jetzt hin? Ah, eine Statue ist down. Cool, cool, coolio. Wen haben wir jetzt eigentlich noch? Stand das hier nicht vorher eigentlich? Jetzt steht ja nichts mehr. Egal. Wie sieht's aber jetzt eigentlich mal so mit meiner Geldsituation aus? Moment mal. Das Inventar 101. Habe ich nicht mehr dafür bekommen, dass ich gerade eine Gottheit umgelegt habe? Nee. Beschiss, kann ich dazu nur sagen. Ah, da steht's. What? Oh my goodness, Apfel wurden gestohlen. Ich pack's nicht. Okay, wir müssen noch zu Apollo und zu Demeter. Okay. Oh. War das jetzt eine clevere Idee, dass ich das hier gerade aufgemacht habe? Ich weiß nicht, ob das die Wachen des Olymps so gerne sehen. Anscheinend nicht. Da kann ich ja rein. Ich will aber ehrlich gesagt nichts kaputt machen, sonst muss ich wieder Strafe zahlen. Und das lassen wir mal lieber. Nur wo war hier jetzt... Ne, Moment mal. Kann ich mir auch nicht leisten, scheiße. Fürs nächste Upgrade bräuchte ich ja 150 Gold, die habe ich aber nicht. Meh. Nur, wie komme ich jetzt hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Kann ich eventuell durch das Haus hier eine Etage höher? Nee, das muss ich wieder aufbrechen. Hä? Und hier ist dicht. Door is sealed. Frage, wie bekomme ich die Tür auf? Die Tür? Wie bekomme ich die Tür auf? Da hinten ist doch was. Kann ich da reinschießen? So sicherlich mal nicht. Holy shit, das will ich nicht werfen. Kann ich auch irgendwie wieder sagen, aus? Ach, scheiß drauf. Ich brauche irgendwas Schönes zum Werfen, so in die Richtung. Ach, komm schon. Das wird doch wohl machbar sein. Oder auch nicht. Ja, so. Ist jetzt offen? Es ist offen. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Symposium of the Sun Seal. Meine Fresse, ey. You are cordially invited to the Symposium of the Sun, an exclusive gathering of Olympus' finest members, hosted by Lord Apollo the Radiant. Aha. Huh. Okay, mal wieder ein Assassin's Dagger, Champion Sagaris und eine Mine. Okay. Upsala. Wegwerfen wollte ich's nicht. Bam. Coins.
Ja, dann machen wir den Scheiß hier auch kaputt. Ist nichts drin. Aber hier doch sicherlich. Nein. Oder hier. Na, ja, immerhin eine Waffe. Immerhin. Nehmen wir das doch gleich mal. So, nur... Ah, da kann ich doch hoch. Was habe ich vorhin übersehen? War ich mal wieder blind, hä? Nur wo... aufpassen. Hier ist mal wieder dicht. The Chambers of Aphrodite. Oh, da will ich rein. Hallo? I'm sorry, my dear, but I'm not entertaining any audiences today. Ach, schade. There's still space for gifts or tributes if you want to leave something for later. Just be careful not to bump anything, sweetheart. Okay, ich werde aufpassen. Was gibt's denn hier so bei Aphrodite? Mal abgesehen von halbnackten Statuen. Ups, jetzt habe ich doch was kaputt gemacht. Sorry. Aber sonst nicht viel, hä? Vielleicht später. Vielleicht mal später. Ja, da gibt es auch wieder so eine wunderbare Texttafel zum Lesen. This honor she has from the beginning, and this is the portion allotted to her amongst men and undying gods. The whispering of maidens and smiles and deceits with sweet delight and love and graciousness. Okidi dokidi. Ah, hier ist wieder der Market. Wieso muss ich den Markt mit einem Lockpick aufmachen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Guardhouse Key. Oh. Oh. Frage, wo ist das Guardhouse? Ich weiß es nicht. Oh, shit. Das schießt auf mich. Wieso schießt das Teil auf mich? Kann ich da vielleicht einfach mal schnell aufmachen. Jetzt habe ich natürlich keine Dietriche mehr. Ist ja toll. Und ich glaube, wenn ich die Kiste da unten aufmache, das wird den Typen hier nicht besonders gefallen. Außerdem werde ich die ganze Zeit mit Pfeilen beschossen. Ist auch nicht so geil. Lassen wir das lieber mal. Lassen wir das lieber mal. Hier ist noch ein Haus. Da kann ich sogar einfach so rein. Ach nee, Moment mal. In dem Haus war ich schon mal. Da war ich schon mal. So, gut, hier gibt es dann eigentlich nichts Neues, glaube ich. Gehen wir mal wieder zurück. So, hier sind wir mal wieder bei Aphrodite. Und hier kommen wir dann zu Apollo. As Apollo goes through the house of Zeus, the gods tremble before him and all spring up from the seats when he draws near as he pens his bright bow. Okidokidi. Gut, dann gucken wir da mal rein. Das ist wieder so ein Riesengebiet. Oh, Apollo spielt anscheinend gerade. Walks like a false god. I have seen you in the mists of prophecy. You seek salvation for your doomed homeland. I'm afraid your time basking in the sunlight is over. Father's declared that miserable place not worth the dirt it's made from. We've wasted enough sweat and tears on your mortal theatrics. The gods gift you with knowledge and civilization to free you from your savage roots. But time and time again, you've come up failing. I'm afraid the sun only shines on those who deserve it. Run along now. My music is not for your ears. Hey, was soll denn das wieder heißen? Ich kann die Musik genauso genießen wie alle anderen hier. Arschkeks. This area is for the honored guests of Apollo. Moment mal.
Damn, bevor wir jetzt... Was heißt denn Brandish? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Heißt das Waffe ziehen oder Waffen abgeben? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Na gut, was genau es bedeutet, das sehen wir dann halt in der nächsten Episode von Apotheon. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.